So, was sagst du? Das ist eine aktive Baustelle, Kleiner. Also verschwinde. Ha? Warum ich nicht am Arbeiten bin? Ich bin in der Pause. Aha. Junge, ich arbeite hier. Siehst du, hier sind die Dokumente, die das beweisen. Ah, schön. Formular 2023. Aha, sonstiges Einkommen. Name des Zahlers, Adresse, Stadt, Staat. Meinung zu Gras. Bürgermeister Zwiebel. Haus von Kleine Rübe. Rigsby Farm. NY, wahrscheinlich New York. Keine Ahnung. Oder irgendwas anderes Fiktives. Gras ist toll. Name des Empfängers, Adresse, Stadt und so weiter und so fort. Mhm. Steuern bezahlt? Natürlich. Steht denn hier auch ein Name? Nö, ne? Bürgermeister Zwiebel. Ah, doch da! Bürgermeister Zwiebel. Und dann eben von unserem Charakter das Haus. Aha. Aha, aha. Ja, okay. Was steht da? Ganz klein. Ach so, das bürgermeisterliche Siegel ist auch noch mit drauf. Aha. 11 Veggie Weeks. Aha. Weg damit. Contractor. You tore up someone's... ja. Ich habe jemand das Formular zerstört. Tja, du hast mich überrumpelt, Kleiner. Hilfe gesucht. Suche Kammerjäger zur Beseitigung von unerwünschtem Vieh. Aha, okay. Das müssen wir gleich mal sehen. Aber erstmal hier. Hey, hallo. Rübe hier drüben. Rübe hier drüben. Ha? Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur, zum Gemüsegarten zu kommen. Bitte sag mir, wo ich bin. Aha. Oh, danke. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, und wahrscheinlich jetzt wieder. Genau. Aha, was ist das hier? Wow, das habe ich gefunden. Winner, you obtained a chunk of gold that's... aha, okay. Eine Trophäe. Belohne die Spieler, damit sie aktiv bleiben. Ja, Achievements halt, ne? So, hier oben geht es nicht weiter. Dann bleibt uns nur noch der Weg in die Scheune hinein. Scharrende Scheune. Slay Queen 32. Was geht, Gamer? Ich bin Assistentin vom Bürgermeister Zwiebel, aber du kannst mich Slay Queen 32 nennen. Wie mein Gamertag. Aha. Ich bin die beste Forkfight-Spielerin im Gemüsegarten. Ich würde dir empfehlen, dir meine Streams anzusehen. Aber ich konnte nicht live gehen, weil die Schweine hier drin so viel Lärm machen. Aha. Oh, du möchtest die scharrende Scheune? Nun, da habe ich schlechte Neuigkeiten. Aha. Nur wahre Fans, die mich mit Subs der Stufe 3 unterstützen, erhalten Zugang. Es wäre nicht fair, dich umsonst da reinzulassen. Aha. Vergiss nicht, mir ein Like zu geben und mein Video zu abonnieren. An der Stelle könnt ihr bei mir auch gerne machen, wenn euch gefällt, was ich mache. So, also da dürfen wir jetzt nicht rein. Mhm. Ah, hier. Belohne die Spieler, damit sie aktiv bleiben. Das muss ich wahrscheinlich denn ihr geben. Achso, das kann ich so nicht ausrüsten. Ne? Benutzen? Ne. Ich kann dir die Trophäe leider nicht geben. Hm. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Was der jetzt so sagt. Ja, ja. Der eingebildete Fatzke. Steuerbescheid, Liebesbrief, Fahndungsplakat. Aha. Oh, hier fehlt jetzt eins dazwischen. Oh, mal gucken. Die Frage ist, was können wir jetzt machen? Ich kann sie ja nochmal ansprechen. Aha, was geht? Aha. Ja, das kennen wir schon. Ja, nur, was können wir jetzt noch machen? Sie lässt uns ja nicht rein. Da müssten wir doch eigentlich dem Bürgermeister Bescheid geben, dass sie uns nicht durchlassen will. Ne, also... ist schon ein bisschen widersinnig, wenn er uns sagt, wir sollen da rein, aber sie uns jetzt aufhält. So.
Gemüsegarten. Aha. Achso, nee, das ist genau dasselbe. Hm. Oder wir können hier unten jetzt weiter. Nö, da auch nicht. Die kann ich auch nicht so unboxen. Ha. Wie gesagt, schade, dass man die Trophäe denn nicht ausrüsten kann. Schauen wir uns hier oben nochmal ein bisschen um, wie der Stock einfach am Zittern ist. So, Waffenwald. Wir können ja auch zu dem einen Typen rechts nochmal hingehen. So, hier war ja nichts. Und hier können wir jetzt auch noch nicht rein. Nee. Den Schnecken macht das nichts. Schade. Vielleicht ja nochmal mit dem hier sprechen. Aha, nee. Auch nicht. Dann gehen wir noch mal eben dahin. Sprühfarbe habe ich leider nicht. Da können wir nicht weiter. Ja, was können wir jetzt machen, ist die Frage. Vielleicht kommen wir doch hier an den Seiten irgendwo entlang, wenn wir irgendwelche Büsche klein machen. Ne? Das Staubbein ist so süß, echt, ey. Also wir haben jetzt mehrere Aufgaben. Wir sollen einmal Farbe beschaffen für den Friseur. Wir sollen Sprühfarbe beschaffen für den Graffiti-Künstler. Verzeihung. Dann eben sollen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir da reinkommen in die Scheune. Und dann eben halt das Baby hier finden und dann auch noch was anderes, so ein Kätzchen finden. Moment, hier. Hier geht's nicht weiter, ne? Nö. Stehe ich gerade so sehr auf den Schlauch? Ich glaube ja. Ha. Ich möchte ja nicht jetzt schon in die Lösung gucken müssen, das wäre doch doof. Schnecken sind Vegetarier, das ist klar. Ah, genau, du bist eine Blaubeere, ich bin eine Rübe, tschüss. Erdbeere. Also das war unhöflich. Ja, dass ich den Brief zerrissen habe, stimmt. Habe ja gar nicht mit dir nochmal gesprochen gehabt. Ja genau, die drei, die waren schon hier, genau. Der war hier... Und hier kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht kann ich auch das Tor aufkloppen. Nee. Ha. Merkwürdig, dass ich jetzt schon festhänge. Ich kann auch, glaube ich, nichts weiter irgendwie aufkloppen. Da rechts hatte ich schon geguckt. Vielleicht du? Oh, du bist nochmal. Ah, okay. Warte, SlayQueen32 möchte ein Sub der Stufe 3? Aha. Hier, das geht aufs Haus. Sorge dafür, dass sie im Livestream es isst, damit ich was vom Einfluss abbekomme. Ah, oh wow, ich habe gefunden. Sub der Stufe 3. Mhm. Ah, okay. Dann habe ich das ein bisschen missverstanden eben. Na gut. Aber das ging dann hoffentlich recht zügig. Oh, kleine Rübe, danke für das Sub der Stufe 3. Aha. Als ein Sub der Stufe 3 erhältst du Zugang zur scharrende Scheune und ein Autogramm. Aha. Bitteschön, nur wenn... Nun, wenn nur jemand endlich etwas gegen die lärmenden Schweine unternehmen würde. Ich vermisse es zu streamen. Oh je. Danke für den Sub der Stufe 3, kleine Rübe. Sieh zu, dass du das nächste Mal deine Steuern zahlst, Dummerchen. Ja.
Warum? Ah, warum zerreißen wir alles? Warum zerreißen wir immer alles? Das erschließt sich mir nicht. Oh, eine Bombe. Achtung, aktive Bummblume. Zweimal wässern auf eigene Gefahr. Ja, Moment. Da. So, kann ich dich bitte... Ich kann dich nicht aufheben. Ich muss da wahrscheinlich links hin. Mhm, und da oben. Da fehlt uns ein Schlüssel. Okay. Könntest du wahrscheinlich hochnehmen. Na. Einmal. Zweimal. Okay, nee, geht nicht. Oder Moment, vielleicht kann ich sie auch dann mit dem Schwert umher schießen. Nee, geht nicht. Gut, dann müssen wir jetzt hier entlang. Oh, wie süß der Wurm! Was ist das süß? Oh, es ist niedlich. Das ist so ein niedliches Spiel, wirklich. Ah ja, das dachte ich mir. Wie immer in solchen Dungeon-Crawler-Spielen, sag ich mal, muss man natürlich alle Gegner erstmal besiegen. So, Moment, bevor wir das aufnehmen. Weltbürgermeister Zwiebel. Weltbürgermeister Zwiebel. Zwiebel. Nö. Wow, das habe ich gefunden. Bumboots. Benutze sie, um Bumblumen wegzutreten. Laufe in sie hinein und lass sie fliegen. Jo, können wir dann gleich machen. Büro von Bürgermeister Zwiebel. Aha. Wie man seine Steuern macht. William Storm. Ganzes Buch zerrissen. Du hast ein lahmes Buch in zwei gerissen. Bücherwurm Achievement. Ah je. Aber warum? So. Du. Hey, kleine Rübe. Ich mache gerade eine Pause, nachdem mir ein Schwein in die Wurzel getreten hat. Au! Oh, nee, mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass sie bald jemand um diese Dinger kümmert. Wie auch immer, ich habe gehört, wenn du Bumboots findest, kannst du mit denen Bumblumen eintreten. Aha. Ja, lass einfach eine wachsen und lauf direkt in sie hinein. Gut, das werden wir doch glatt wegmachen. Mhm. Benutze sie, um Bumblumen einzutreten. Laufe in sie hinein und lass sie fliegen. Ja, so rum. Ach so, ich muss erstmal. Okay. So, und jetzt. Oh, okay, und ich brauch's hier nicht noch ein zweites Mal angießen. Das ist cool. Das ist sehr cool. Hopp. Sehr, sehr cool. Mhm. So, da finden wir dann auch den Schlüssel. Hallo? Gut. Den Schlüssel haben wir. Wechseln wieder aufs Schwert. Denn man weiß ja nie, was noch alles auf uns zukommen kann. Vor allem, wie kommen die Arbeiter hier rein, wenn der Schlüssel da oben eingesperrt war? Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Mhm. Andererseits höre ich eine Menge Grunzen hinter dieser Tür. Deshalb bemühe ich mich auch nicht allzu sehr. Ja, kann ich verstehen. Meine Güte, dieser Ort ist eine Müllhalde. Mhm. Ich verstehe, warum wir ein Rathaus brauchen, aber warum mussten wir uns diesen von widerlichen Tieren bevölkerten Ort aussuchen? Naja, nu. Manchmal hat man keine Wahl, ne? Das Gebäude existiert schon, also von daher. So. Bob. Ja, huch. Nein, die verlässt mir hier. Böses Schweinchen. Hühner, würde ich schätzen, würden uns auch wehtun. Weg. Und weg. Dankeschön. Gut, und jetzt einfach mal schauen. Wir müssen wahrscheinlich das denn hier rechts hintreten, dann da unten, dann da. Ja. Also ein paar kleine Rätsel. Das ist schön. Nicht unbedingt so schwer. Also mit dem Sub eben, das war wirklich ein bisschen fies, weil ich da gar nicht so um die Ecke gedacht habe. So.
Gut. Schwert wieder ausrüsten. Und noch mehr Schneckis. Noch mehr Schneckis im Slalom durch die Gegend. Und hier wieder rauf. Okay. Was hat die Rübe denn zu sagen? Na endlich, ich wusste, dass sie einen Suchtrupp losschicken würden. Die Crew muss sich Sorgen gemacht haben. Ich sitze seit 3 Tagen hier fest. Kein Essen, kein Wasser, keine Kaffeepausen. Aha. Danke, Abenteurer. Sei vorsichtig, hinter dieser Tür wartet ein gefährliches Schwein. Da können wir doch gegenhalten. Oh, so süß. Schweinekönig hat eine Menge Dünger. Ja, ich könnte es wahrscheinlich so wieder machen, aber ich würde schätzen, das hier geht mindestens genauso gut. So, komm her. Komm her. Oh ja. Nein, das war falsch. Falsche Richtung. Nein. Ah, verdammt. So, Mist. So, hier, komm her. Hopp. Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Herzchen aufnehmen. Und. Ja, sehr schön. Naja, bisher bringt das Spiel wirklich Spaß. Das freut mich doch sehr. Wie die Baconstreifen umherwubbeln. Oh, was bist du denn Hübsches? Wow, das habe ich gefunden. Herzfrucht. Diese Frucht gibt dir ein weiteres Herz. Raffiniert. Sehr schön. Na also, dann können wir jetzt auch weitergehen. Aha, hier liegt nichts weiter. Feldbericht 1. Es scheint, dass diejenigen, die Dünger zu sich nehmen, mysteriöse Eigenschaften wie schnelles Wachstum aufweisen. Aha, okay. Wow, das habe ich gefunden. Dünger. Lässt Dinge wie verrückt wachsen. Wofür braucht Bürgermeister Zwiebel den? Oh. Ich kann es mir schon denken, in etwa. Hier oben dürfte nichts weiter sein. Nee. Der Arbeiter da ist weg. Hier ist... Psst, hier drüben. Bist du gerade beschäftigt? Ah? Ich brauche etwas Holz und ich kenne da einen Händler. Kannst du mir etwas holen? Aha. Geh die Ablagerallee hinunter. Er sollte auf dem Pfad hinter dem Sandwichladen zu finden sein. Aha. Danke, Kleiner. Ich schulde dir was. Okay. Gehen wir mal schauen. Da ist der nächste Arbeiter. Meine Güte, dieser Ort sieht verwirrend aus. Aha. Den Pilzen sei Dank hast du unsere Arbeit für uns erledigt. Ja, mhm. Weil ja sonst niemand irgendwas macht, so wie es aussieht. Naja, was soll's. Hier oben der Arbeiter ist auch noch da, okay. Oh, kleine Rübe, bist du diese Schweine losgeworden? Aha. Allein dadurch fühle ich mich schon viel besser. Meine Wurzeln tun aber noch immer weh. Ich glaube, ich nehme den Rest des Tages frei. Mhm. Oder den Rest der Woche. Ja, ich kann mir gut vorstellen, so ein Tritt in die Wurzeln. Ah! Nee, das muss übelst wehtun. So, ein nächster Arbeiter. Warum hat Bürgermeister Zwiebel überhaupt Schilder? Niemand sonst hat für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Mhm, vielleicht sollten wir mal kandidieren. Das wär's noch. Das wär's ja noch, wenn wir das machen könnten. Danke. Ruhe in Frieden. Im wahrsten Sinne. Mhm. Kleine Rübe, ist es dein Werk? Danke. Für deine Mühen ernenne ich dich zum Slay King 32. Ah, wie süß! Wow, das habe ich gefunden. Krone, du wurdest zum Slay King 32 gekrönt. Oh, ist das süß. Oh, die behalte ich erstmal auf. Die ist niedlich. So, was habt ihr noch zu sagen? Achso, ja. Wahrscheinlich genau dasselbe. Hm. Die Orange da oben hat nichts mehr zu sagen, würde ich schätzen. Außer, wo bin ich hier? Mhm. Ist tabu, Spiel gewonnen, genau. Oh, der hier ist jetzt weg. Eine Blaubeere. Hey, Kumpel, holst du was für die Rübe ab? Aha.
Na gut, hier. Aber denk daran, du hast mich nie gesehen. Wow, das habe ich gefunden. Holz! Was zum... Ist das illegal? Warum sollte das illegal sein? Dort ist auch so eine verdächtig aussehende Möhre. Karotte. Halt, deine Mutter... Hat deine Mutter dir nie gesagt, dass du nicht mit Fremden sprechen sollst? Doch schon, aber... Ich würde schätzen, hier kriegen wir auch wieder so ein Herzteil, weil das da so glitzert. Und bomb! Ja, Bomben. Macht so schön Bomben. Kann ich die Möhre damit auch irgendwie abschießen? Ich glaube nicht, ne?